Die Energiewende und das Zusammenwachsen des europäischen Strommarktes machen in den kommenden Jahren einen umfassenden Ausbau der deutschen Höchstspannungsnetze erforderlich. Dies wird nun regelmäßig in einem Verfahren mit 5 aufeinander aufbauenden Schritten unter starker Beteiligung der Öffentlichkeit geprüft. Ziel ist es, die Netzlandschaft möglichst schnell für den Ausstieg aus der Atomenergie und den Umstieg auf die erneuerbaren Energien zu rüsten und dabei die erforderlichen Entscheidungen gemeinsam mit der ganzen Gesellschaft zu treffen. In einem ersten Schritt erarbeiten die 4 Übertragungsnetzbetreiber jedes Jahr gemeinsam einen Szenariorahmen. Darin schätzen sie ein, wie sich Stromerzeugung und der Verbrauch in den kommenden 10 bzw. 20 Jahren entwickeln und welche Rolle dabei die erneuerbaren Energien spielen. Bereits in diesem frühen Stadium hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, den Entwurf einzusehen und zu kommentieren. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Prüfung durch die Bundesnetzagentur, die den Szenariorahmen gegebenenfalls anpasst. Anschließend berechnen die Übertragungsnetzbetreiber auf Grundlage des Szenariorahmens, inwieweit das Stromnetz verstärkt, optimiert oder ausgebaut werden muss. Sie entwerfen einen sogenannten Netzentwicklungsplan. Parallel dazu erstellt die Bundesnetzagentur einen Umweltbericht, der die Auswirkungen des Netzausbaus auf Menschen und Umwelt untersucht. Bürger, Verbände und Behörden können zu beiden Prozessen Stellungnahmen abgeben und ihre Meinung somit einfließen lassen. Der bestätigte Netzentwicklungsplan und der Umweltbericht bilden die Grundlage für das Bundesbedarfsplangesetz. In diesem bestimmt der Bundesgesetzgeber alle energiewirtschaftlich notwendigen Leitungsvorhaben. Wichtig ist, dass hier noch keine genauen Standorte oder Trassenverläufe festgelegt werden. Mindestens alle 3 Jahre legt die Bundesnetzagentur der Bundesregierung einen solchen Entwurf zur Abstimmung vor. In Schritt 4 werden in der Bundesfachplanung die Trassenkorridore bestimmt. Das sind bis zu 1000 Meter breite Streifen, durch die die neue Stromleitung später einmal führen soll. Bei Vorhaben in nur einem Bundesland macht das eine Landesbehörde. Für länderübergreifende und grenzüberschreitende Leitungen ist die Bundesnetzagentur zuständig. In diesem Schritt werden die Belange der Umwelt erneut eingehend geprüft und auch hier ist die Öffentlichkeit wieder aufgefordert, Stellung zu nehmen und ihre Meinung einfließen zu lassen. Wo genau die neue Leitung innerhalb des Trassenkorridors schließlich verläuft und welche Übertragungstechnik verwendet werden soll, wird erst in Schritt 5 während des Planfeststellungsverfahrens festgelegt. Unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und einer Umweltverträglichkeitsprüfung entscheidet die Bundesnetzagentur über den konkreten Leitungsverlauf. Erst im Anschluss werden die Leitungen gebaut. Dieser Prozess wird fortlaufend wiederholt, um das Stromnetz den Zielen der Energiewende und den Bedürfnissen von Mensch, Umwelt und Wirtschaft anzupassen.